Berlin hat einen riesigen Zuwachs. Also wir haben Menschen, die einfach nach Berlin strömen, weil Berlin eine interessante Stadt ist. Und das bedeutet natürlich, dass im Moment der Wohnraum extrem knapp wird. Und wir sind aufgefordert, Lösungen zu finden, um so viel wie möglich Menschen die Möglichkeit zu geben, sinnvoll Wohnungen zu finden und zu günstigen Preisen. Weil das die Leute am meisten anhebt, dass die Preise einfach im Moment explodieren. Ja, wir müssen auf der einen Seite gucken, dass wir im Bestand dafür sorgen, dass die Mieten nicht zu weit steigen. Das heißt, wir sind dabei, noch mehr soziale Haltungsgebiete auszuweisen, damit wir ein bisschen Steuern darauf Einfluss nehmen können, damit die Menschen nicht aus ihren Vierteln und ihren Kiezen verdrängt werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir brauchen natürlich auch Neubau in Berlin, weil wir die vielen Menschen, die zu uns kommen, nicht einfach im Bestand unterbringen können. Das heißt also, Neubau hat auch eine hohe Priorität in Berlin. Ja, die Herausforderungen sind groß. Wir haben ja eine Menge interessante Themen dabei. Es wird auf der einen Seite darum gehen, wie wir mit der Quartiersentwicklung umgehen, was soll dort geschehen, damit wir nicht nur Schlafquartiere haben, sondern auch wirklich lebendige neue Stadtteile entstehen. Dann werden wir auch darüber reden, wie gehen wir mit Verdichtung um. Das ist immer ein hoch umstrittenes Thema, weil es natürlich um Fragen geht wie die Parkplätze, auch der Kleingarten, der natürlich lieb und teuer ist, und aber auch die Umgebung, die man halt gewöhnt ist. Und da muss man natürlich sinnvolle Lösungen finden, die vor allen Dingen dazu führen, dass die Leute auch mitgenommen werden, dass sie auch den Mehrwert erkennen, der mit einer Nachverdichtung einhergehen kann.